Die schriftliche Subtraktion läuft so ähnlich wie die schriftliche Addition. Wir schreiben genauso untereinander und wir rechnen genauso plus. Wir rechnen gar nicht minus. Und ihr werdet gleich sehen, wie das geht. Das Zauberwort heute ist bis. Wir schauen uns die erste Beispielaufgabe an. 78 minus 24. Die schreibe ich erstmal schön untereinander, als wenn es die schriftliche Plusrechnenaufgaben wäre. Untereinander, Herr Bröcker, hätte schon beinahe gleich den ersten Fehler gemacht. Das lassen wir mal schnell weg. Mit Lineal ziehen wir einen Strich in die Mitte der Kästchenreihe, wie ihr es von der schriftlichen Addition gewohnt seid. Und dann kommt das Zauberwort bis. 4 bis 8. Also von der 4 bis zur 8 sind es 4. Habt ihr genau recht. Und von der 2 bis zur 7 sind es 5. Das müssen wir jetzt noch doppelt unterstreichen. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Das war die erste schriftliche Subtraktionsaufgabe eures Lebens. Das war gar nicht so schwer, oder? Machen wir gleich mal die zweite Beispielaufgabe. Die legen wir weg. Die zweite kommt dahin. Jetzt ist sie ein bisschen länger geworden. Macht nichts. Wir achten wieder drauf, dass es untereinander geschrieben wird. 594 minus 371. Aufgabe ist richtig. Der Strich wird wieder in die Mitte der Kästchenreihe gezogen. Das brauchen wir beim nächsten Schritt, wenn wir mit Übertrag rechnen. Jetzt brauchen wir das noch nicht. So, das Zauberwort heißt wieder bis. Also, von der 1 bis zur 4 sind es 3. Von der 7 bis zur 9 sind es 2. Und von der 3 bis zur 5 sind es auch 2. Und ihr merkt, wir rechnen wieder im Zahlenraum der ersten Klasse. Doppelt unterstreichen. Und wir haben es geschafft. Das waren die ersten Beispiele. Jetzt habe ich noch zwei Sonderfälle für euch, die euch aber keine großen Probleme bereiten werden. Hier, erster Sonderfall. Oh, die zweite Zahl ist kürzer. Ich schiebe das Ganze mal ein bisschen höher, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. So, ich schreibe die wieder dahin. 475. Ja, kann man lesen. Minus. Und jetzt müssen wir aufpassen. Das ist nur eine 62, das heißt, die 6 kommt natürlich unter die 7, weil es beides die 10er sind und die 1er untereinander. Der Strich wird wieder in die Mitte der Kästchenreihe gezogen. Und ich rutsche es nochmal ein bisschen hoch. So. Jetzt ist das Zauberwort wieder bis. 2 bis 5 sind 3. 6 bis 7, oh, das ist besonders schwer, ist 1er. Und oh, hier steht keine Zahl, also nehmen wir eine 0 an. 0 bis 4 sind 4. Und das unterstreichen wir wieder doppelt. Einmal, zweimal. Und wir haben es geschafft. So, letzter Sonderfall. Dann könnt ihr ins Arbeitsheft gehen zum Arbeiten. Beispiel 4. Fällt euch gleich auf, der Sonderfall. Ah, es ist die 0. Nun, diese 0 hier heute ist gar kein Sonderfall. Ich schreibe die Zahl schon mal wieder auf. 835, denn ihr werdet sehen, es rechnet sich genauso, als wenn da eine andere Ziffer stände. So, 835 minus 104, Strich in die Mitte der Kästchenreihe und ein davor, wo das Minus ist. Und dann heißt das Zauberwort immer noch bis. 4 bis 5 ist 1, 0 bis 3 und ihr merkt hier, die 0 ist überhaupt gar kein Problem, sind 3. Und von 1 bis 8 sind es 7 und wir haben es geschafft, wenn wir doppelt unterstrichen haben. So, das war das erste Erklärvideo zur schriftlichen Subtraktion. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß in der weiteren Arbeit. Bis demnächst. Tschüss.